Ich bin Melissa, ich arbeite bei H&M. H&M ist derzeit dabei, 800 Stellen abzubauen. Davon sind überwiegend Frauen betroffen. Vor allem das Muttersein wird diesen Frauen zur Last gelegt. Und ich bin hier, um solidarisch zu sein mit allen Menschen, die im Patriarchat unter dem Sexismus und unter der Ungleichheit leiden. Oftmals beschränkt sich die Inklusivität leider auf Themen, die natürlich wichtig sind, auf Themen wie den Kampf gegen Genitalverstümmelung oder um den Einsatz für Frauen des globalen Südens. Das sind wichtige Themen. Ich würde mir aber wünschen, dass ich nicht nur als Charity-Projekt gesehen werde. Aus der ISD Kassel und ich bin heute hier am 8. März in Kassel, weil wir mehr Sichtbarkeiten brauchen, auch in den Räumen, in feministischen Räumen, in queerfeministischen Räumen und antirassistischer Arbeit, dass wir Sichtbarkeiten auch von Women of Color schaffen und deswegen sind wir hier heute als ISD. Was ich heute brauche, ist, dass wir Zusammenlösungen finden, um ohne den Staat diese Gewalt zu überwinden. Denn der Staat hat mir und anderen oft wehgetan. Auf Demos und als er eigentlich helfen soll. Antisexista! Alerta! Alerta! Antisexista! Alerta! Alerta! Antisexista! Hey, ich bin heute hier, weil ich gemeinsam mit meinen Genossinnen und Genossen nicht nur gegen Sexismus, sondern auch gegen Rassismus und jegliche anderen Unterdrückungsformen kämpfen möchte, weil der Ursprung viel tiefer sitzt, nämlich im Kapitalismus. Ich bin Hanna, ich bin vom internationalistischen und sozialistisch-feministischen Netzwerk Rosa. Wir sind heute hier auf der Straße gewesen am 8. März, um deutlich zu machen, dass Sexismus System hat. Gerade jetzt in der Krise, es ist eine kapitalistische Krise, wird klar, dass diejenigen, die systemrelevante Arbeit leisten, 75% weiblich sind und das sind gleichzeitig diejenigen, die am stärksten von diesem System unterdrückt sind. Das bedeutet dann für viele beschäftigte Frauen Armut, Armut auch im Alter, weil sich das in den Renten niederschlägt. Und das ist ein Beispiel dafür, warum wir auf die Straße gehen müssen und diesen feministischen Kampf stärken müssen.